Was vermag ein Vogel überhaupt zu sagen? Ein Papagei kann unsere Sprache nicht na nur nachplappern. Aber selbst reden kann er nicht. Oh. Und genau der, und genau der Grund. Entschuldigung. Ich hab das voll und genau der Grund. Ach ja, und übrigens. Ja? Magenkrämpfe und Verspannungen durch Magnesiummangel. Moment, Magenkrämpfe und Verspannungen durch Magnesiummangel. Magenkrämpfe und Verspannungen durch Scheidenpilzkrebs und von Magenkrämpfe. Moment, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Moment. Magenkrämpfe und Verspannungen durch Scheidenpilz-Cremesuppe von Maggi Meisterklasse. Ja, fast. In der Tat. Ich glaube, was wir heute am Spiel geschafft haben, hätten wir normalerweise 15 Minuten gehabt. Wir haben jetzt 2 Stunden fast voll. Naja, wir, also wenn wir wirklich durchziehen würden, ja, wir hätten es in 15 Minuten, aber ich denke mal, wir hätten es bei normalen Folgen vielleicht in 1 Stunde und 15 geschafft. Naja, wir haben gerade mal eine Sache uncovered sozusagen, das mit der Hand, wo wir auf der Landkarte gesucht haben und sonst nichts. Okay, naja, wir haben aber jetzt auch den Papageien da. In der Tat. Okay. Ja, und genau der Grund, dass er selbst nicht reden kann, garantiert, dass er uns allen die Wahrheit sagt. Was? Ja, wenn er nichts sagt, kann er nichts Falsches sagen. Nein, das ist anders gemeint, ich weiß. Der hat noch was gesagt, ich habe das überklickt. Cookie erinnert sich perfekt an alles, was er gehört hat, selbst wenn er es nur ein einziges Mal gehört hat. Ah. Warum lasst ihr nicht einfach raus sein? Was er an jenem Tag gehört hat. An jenem Tag. Pff. In jener Nacht war das ja. Wenn Cookie die Geräusche wiederholen kann, dann hätten wir endlich eine verwertbare Aussage. Ich kann nicht glauben, dass ich nun wirklich Zeuge dieses absurden Schauspiels werde. Einspruch! Er ist immer noch Staatsanwalt. Nein, wie nennt man das jetzt? Inquisitor. Mhm. Und nicht Zeuge. Ich habe jetzt wirklich geschwitzt vor Lachen. Das habe ich vorhin schon bei Laborchef Dr. Klenk. In der Tat! In der Tat? Oh, da war ich wirklich fertig. Das hat schon weh getan. Das ging vom Lustigen ins Schmerzhafte über. Ich werde morgen Muskelkater im Bauch haben. Ist doch gut. Solltest du öfter machen. Das meinen die also mit Lachen ist gesund. Boah, du hast ja voll das Sixpack. Was hast du nur gemacht? Sit-ups? Nein, ich hab gelacht. Hilft Lachen wenigstens auch gegen Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Magnesiummangel. In der Tat. Lachen jetzt auch in Pillenform. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. In der Tat. Du machst mich fertig. Mach du mal den Satz da fertig. Also, ein Zeuge, der nicht selbst sprechen kann, kann auch nicht lügen. Diese Vorstellung ist dem Gericht zu gefallen. Ich verstehe den Sinn zwar auch noch nicht so ganz, aber... Naja. Dem Richter leuchtet eh mal alles ein. Ja, das, ja, das ist richtig. Moment, nochmal. Ja, das ist richtig. Ihr Jonathan Frakes. Kam wieder nicht an. Oh. Ja, das ist richtig, ihr Jonathan Frakes. So. Wir möchten wissen, was ihr unmittelbar vor dem Verbrechen hörtet. Ah, Rums! Oje, oje, mine! Klong!
Goldtor. Hey. Das ist interessant. Mm. Was soll das denn? Aber bitte, das ist genau das, was Cookie am Tatort... Also muss ich jetzt selber machen. Ja. Was Cookie am Tatort gehört hat? Lachhaft. Diese Farce nimmt immer absurdere Züge an. In der Tat. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja, wirklich. Ja. Wie meint ihr diese Inquisitor Flamberg? Das Gericht fand die Aussage des Papageien recht beeindruckend. Ja, das leuchtet ein. Das Tier mag sich aber womöglich an Geräusche erinnern können. Aber es ist nutzlos, wenn es um die Abfolge der Geschehnisse geht. Seht ihr ein Problem mit der Abfolge? Es beginnt damit, dass die Hexe das Opfer in Gold verwandelte. Dann erschienen Zeugen. Es ist verständlich, dass sie beim Anblick des grausigen Verbrechens aufschrien. Doch diese tierische Aussage stimmt wenig überraschend nicht mit der Abfolge der Geschehnisse überein. Vielleicht, weil sie anders war? Ja. Ja. Zunächst vernehmen wir einen plötzlichen Schrei. Rums! Dann wird die Tür abrupt geöffnet. Ole, ole, mini. Und ein Zeuge schreit auch. Dann hören wir das in Gold verwandelte Opfer umfallen. Soweit, so gut. Ah. Das Problem ist aber etwas anderes. Der Papagei glaubt, dass die Hexe die Magie eingesetzt hat, nachdem die Zeugen den Raum betraten. Hm. Ja, das ist nicht das Verwunderliche. Verwunderlicher ist eher, dass nach dem Klong das erst kam. Mhm. Und das ist vollkommen unmöglich. Und zwar aus dem simplen Grund, dass das Opfer zu jener Zeit schon längst in Gold verwandelt worden war. Ah! Oh, nun ja, ihr dürftet wohl recht haben, Inquisitor Flamberg. Ja, und einleuchten. Der Papagei ist ein Imitationsprofi. Ehre, wem Ehre gebührt. Seine Aussage hat auch hohen Unterhaltungswert. Ich fand das Klong, das war ein bisschen so leicht daneben. Da hätte er noch ein bisschen was verbessern können. Und vor allem, er hat Goldtor gesagt. Stimmt. Er hat das Goldtor nie gehört. Aber warum hat er dann Goldtor gehört? Was war Goldtor? Ach so, so meinst du das? Ja, ja, er hat nicht Goldor gesagt. Ja, er kann auch Goldor gar nicht gehört haben, weil das ja wohl schon, weil, ja. Mhm. Oder es war wirklich Goldor und der Spruch ist nur blöd, aber der Spruch wurde zweimal ausgesprochen. Ich glaube, zweimal, naja. Zumal, als er Goldor gesagt hat, in der Aussage auch Goldor drin stand. Nee, es stand Goldtor mit T. Das ist Absicht, sicher? Ja, ja. Okay, dann schauen wir mal. Doch wir können dieses Geplapper eines skurrilen Tieres nicht ernsthaft als Wahrheit in diesem Gericht anerkennen. Doch, können wir. Wir können ja auch die anderen Zeugen als Wahrheit ansehen. Schreibt den armen Cookie doch nicht so schnell ab. Ja, genau, seine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist nämlich mindestens 5 Jahre. Oh Gott. Entschuldigung. Oh Mann. Das versteht sowieso wahrscheinlich nur die Hälfte, wenn überhaupt. In der Tat? In der Tat, ja. Seht ihr nun endlich ein, wie närrisch eure Idee war, einen Papageien als Zeugen aufzurufen? Oh, nicht gut, Phoenix. Gar nicht gut. Soll ich mir das Kreuzverhör wirklich antun, obwohl jeder im Saal gegen mich ist? Ja. Ja, sicher. Auf jeden, Alter. Die Verteidigung wird den Zeugen nun anhören. Was redet ihr da? Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Habt ihr denn nicht vernommen, was ich vorher sagte? Ignoriert ihr etwa meine Worte? In der Tat. Ich muss es gar nicht mehr drücken.
Ein Zeuge, der nicht selbst reden kann, kann auch nicht lügen. Die Aussage des Papageien ist nichts als die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Er wiederholt nur die Geräusche. Es sind Menschen, die Mutmaßungen über Geräusche anstellen und willkürlich entscheiden, was real sein kann. Doch sollten wir als Ritter der Gerechtigkeit nicht die Wahrheit ergründen, zu der dieser Papagei der Schlüssel ist? Ihr strebt also nach der Wahrheit. Ja. Nein, wirklich nicht. Wohlan, zeigt uns jene, die dieser Vogel vorgeblich kennt. Juhu! Wieso redet er wieder mit Wohlan? Dem Gesellschafter der Vidian GmbH. Stimmt, der war das. Ich habe irgendwo gelesen, da waren es dann insgesamt 7, aber ich weiß nicht mehr, wer die alle waren. Also Wohlan, Waltham, Vidian und noch 4 andere, würde ich meinen. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall war es nicht... Ihr Jonathan Frakes. Ah, der Mario vielleicht noch. Oder Günther. Günther, ja, ich glaube, ja. Ja, Günther und Mario waren auf jeden Fall und dann fehlen noch 2. Ich weiß nicht, wir können auch noch einen 8. dazu nehmen. Ihr Jonathan Frakes. Und was ist eigentlich mit seinem Jonathan Frakes? Jeder sein eigenes. Ja, genau, genau. Das ist mein Jonathan Frakes, das ist deiner, das ist seiner und das ist ihr Jonathan Frakes. Unser Jonathan Frakes. Klingt wie eine Sitcom. So wie unser Charlie. Ich stell mal vor, Jonathan Frakes und so auf Bäumen klettert und so. Oh Mann. Jonathan Frakes, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Nein, das ist Laborchef Dr. Kier. In der Tat. In der Tat. Aber wie war denn nochmal von Dr. Stefan Frank das Lied? Ein Ende kann ein Anfang sein. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphase der Haarwurzeln zu verringern. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nur vergessen, den Sound zu stoppen, aber das hat so gut gepasst sogar. Komm, ja, weiter. Ja, Posse, hast du das Wort Posse schon mal gelesen? Nee, befragt den Papageien, ich werde eure Posse genießen. Oh, hat da jemand gesagt, er will meine Posse genießen? In der Tat! Laborchef Dr. Stefan Frank. Oh Mann. Der Arzt, den die Frauen vertrauen. Ah. Der Satz passt auch gut dazu. Wirst du es tun, Phoenix? In der Tat. In der Tat. Ja, nicht in Emmys Posse, sondern in der Tat. Oh Mann. Oh. Soll ich etwa nicht? Glaubst du, dass es noch Hoffnung gibt? Nö. Nope. Möge die Verteidigung nun den Zeugen befragen. Ja! Ah. Ah. Da! Stimmt! Er sagt ganz genau Goldtor. Dann will ich das angreifen. Das ist die magische Zauberformel, oder? Richtig, es ist nicht die magische Zauberformel. Achso, Entschuldigung. Ah, Moment, ja, Moment. Nur dieses eine Wort, bitte. Nochmal. Unmöglich.
Nix ist unmöglich. Köstritzer Schwarzbier. Nichts ist unmöglich. Köstritzer Schwarzbier. Moment. Nichts ist unmöglich. In der Tat, meine Stadt. Da hab ich die falsche Taste gedrückt. Ich wollte das eigentlich ja weghaben. Na gut. Was?